Ich bin Laura Ludwig. Ja, ich bin Beachvolleyballerin. Ich bin beim Köpenicker SC groß geworden und meine Eltern waren bei jedem Turnier dabei. Ich bin dann in Hamburg gelandet. Dort ist halt das Beach Center, der Olympiastützpunkt. Und an sich muss ich sagen, ist die Stadt auch einfach wunderschön. Rio 2016 waren ganz besondere Olympische Spiele. Uns wurde die Goldmedaille umgehangen und es war ein schöner Weg. Aber es ist einfach so, dann doch viel Schweiß und Tränen, die da kommen. Und auf jeden Fall vor den Augen, dass sich das alles einfach gelohnt hat. Ich habe einen Sohn und das jetzt auch schon seit knapp 3 Jahren. Das hat eine Weile gedauert, da abzuschalten. Und irgendwann hat mir das aber auch gut getan. Ich habe gemerkt, ich habe Lust, aufs Feld zu gehen und einfach zu gewinnen. Tokio ist das große Ziel gewesen. Und dann kam boom, in die Fresse. Als es dann wirklich ausgesprochen wurde, war dann schon ein extremer Schlag ins Gesicht. Das wären auch hundertprozentig andere Spieler als die es bisher gegeben hat. Das A und O ist, was du daraus machst.